Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich sehe fast genauso aus wie im letzten Video, im Zuschauerpostvideo. Das ist der gleiche Tag, an dem ich das jetzt hier abdrehe. Einzigster Unterschied ist, ich habe die Ohrringe rausgenommen. Im Zuschauerpostvideo hatte ich noch etwas längere Ohrringe drin. Irgendwie gingen die mir heute auf den Keks, dieses Gebimse. Habe ich sie rausgenommen. Ja, ich musste jetzt eben zum Fressnapf fahren. Ich brauchte für Puma ein bisschen so ein paar seine liebsten Leckerlis und die Hundeleine, die ist kaputt gegangen. Und das ist von Flexi eine. Ja, die ging nicht mehr rein, konnte man nichts mehr machen. Aber gut, die hat jetzt auch fast 4,5 Jahre gehalten. Und die habe ich damals bekommen in der Farbe Lila, in meiner Lieblingsfarbe. Leider habe ich sie jetzt nicht mehr in Lila bekommen. Aber egal. Ja, ich dachte mir, ich mache spontan, ich habe jetzt Lust, euch das zu zeigen, was ich für Puma, quasi einen kleinen Puma-Foothall und dann Foothall, weil neben dem Fressnapf ist Rewe. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht so viel einkaufen. Das mache ich eigentlich am Wochenende immer. Ja, jetzt ist heute Donnerstag, aber ich dachte mir, jetzt bin ich einmal da und die hat noch viel im Angebot, dann nehme ich jetzt ein bisschen mehr mit. Ne? Eigentlich brauchte ich nur Milch, Eier, das war es eigentlich. Und ein bisschen Brot, ja. So, hier ist irgendwie so ein Fussel. Ja, ich fange mal an. Ich hoffe, ihr habt Lust und schaut mal, was ich gekauft habe. Erstmal für Puma natürlich von Flexi, von dieser Marke hier. Ja, da schwöre ich drauf. Also wenn, dann nehme ich immer von Flexi, weil die sind sehr langlebig. Und ich habe mir sagen lassen, das ist halt die Classic. Es gibt auch noch eine gehobenere Version. Da kann man dann Licht dran machen und keine Ahnung. Aber so ein Gedöns brauchen wir nicht. Das ist jetzt speziell für kleine Hunde, natürlich maximal bis 15 Kilo. Puma hat ein Gewicht meistens von 5,5. Ja, deshalb passt das. Und diese Leine hat die Farbe schwarz. Es gab rot oder schwarz und ich habe jetzt schwarz genommen. Leider gab es die nicht in lila. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was die gekostet hat. Also bei Rewe habe ich den Kassenbon liegen lassen, das weiß ich. Das passiert mir beim Einkaufen oft. Wenn ich vom Fressnapf hier den Kassenbon noch finden sollte, aber so teuer war die nicht. Wie gesagt, das ist die Classic-Version. So, was habe ich noch gekauft für Puma? Das hat Puma sofort gerochen, dass ich im Fressnapf war. Leider ist er jetzt im Moment nicht hier. Mein Schwiegervater testet die neue Leine. Er ist nämlich gerade mit Puma am Laufen. Und Günther hat mir auch die Lebensmittel hochgetragen, mein Schwiegervater, weil ja wegen meiner Rippenprellung darf ich ja noch nicht ganz so schwer heben. Ja. Hab einen ganz, ganz lieben Schwiegerpapi. Ja. So, für Puma. Von Multifit Natural Hühnerbrustfilet. Da nehme ich immer gerne, hier von dieser Marke, da nehme ich immer gerne so einen großen Beutel mit. Das lohnt sich einfach. Das ist sehr fettarm, 2,3% Fett und Puma schwört da drauf, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, kann man so sagen. Also Puma liebt dieses Hühnchenfilet und es ist auch nicht... Es ist, klebt nicht, es ist nicht fettig. Das sind so getrocknete Hühnerfiletstücke. Vielleicht kennst du ein oder andere. Die kaufe ich immer wieder nach. Und auch ausgegangen sind auch von Multifit Entenbrustfilet mit 2,5% Fett. Ja, eigentlich gleiche Prinzip, gleiche Marke. Und das ist halt dann Entenbrust. Etwas dunkler, etwas schmaler. Und die liebt er auch, ja, über alles. Auch den großen Beutel. Was habe ich noch mitgenommen? Sorry, ich muss mich immer so nach unten. Was nicht gerade förderlich ist für meine Rippenprellung, aber gut, es geht jetzt gerade nicht anders. Ein Spielzeug. Ja. Ich hatte sowas für Puma schon mal, ne? Das sind diese Kordeldinger. Ich weiß nicht, wo er das hat. Es kann sein, dass es im Sommer irgendwo draußen im Garten liegen geblieben ist. Und er spielt damit sehr gerne, ne? Diese Zerspiele. Das liebt er. Und da habe ich jetzt, das gab es auch in verschiedenen Größen. Ist von der Marke Anyone. Kauen und Zerren. Spielzeug für Hunde. Starke Kauer. Geeignet für starke Kauer steht hier. Schön. Ja, in der Größe S. Das gab es halt noch in ganz vielen verschiedenen Größen. Baumwolltau. Ja, genau. Ich denke mal, Puma ist die Farbe Schnurzpurz egal. Aber ich habe das gesehen und sah dann auch hier, ne, so ein bisschen Lavendelfarben mit eingebaut. Ist natürlich... Genau meins. Und ich spiele das auch gerne mit Puma. So, das war's für Puma. Genau, das war der kleine Foothall für Puma. Das andere hatte ich noch. Und jetzt würde ich sagen, räume ich das mal eben weg und dann
machen wir weiter mit Rewe. Mit dem Food Hall, ja, mit dem Food Hall für mich und Olaf. Genau, bis gleich. So, weiter geht's. Also, dann war ich, wie gesagt, im Rewe. Ich habe jetzt erstmal eine kleinere Tüte hier auf dem Schoß. Gleich kommen wir noch zu größeren. Ja, dann habe ich mir einfach mal eine Portion Eier mitgenommen. Wir lieben Eier, sei es beim Backen, als Rührei, als gekochtes Ei. Freilandhaltung habe ich genommen. Ich glaube, die hatte ich die Sorte schon mal. Naja, diese hier. Frische deutsche Eier steht da. Ja, genau. Die muss ich aber, nee, die lasse ich besser hier auf dem Tisch, sonst fallen sie mir gleich noch runter. Ja, dann waren im Angebot von Landliebe, mein Mann, also Olaf liebt die. Ich esse die auch sehr gerne. Von Landliebe gab es dann die Puddings, unter anderem auch diese Sorte. Also da gab es verschiedene Sorten und die mit dieser Grießpudding mit Zimt, den isst Olaf ganz gerne. Da habe ich dann 4 Stück von gekauft. Und ich meine auch, genau, diese Milch war im Angebot, die Frischmilch von Bärenmarke, frische Alpenmilch, 1,8 Fett. Ich nehme eigentlich auch gerne die fettere Milch, die 3,5 oder was das ist. Das ist jetzt die fettärmere Version. Die eignet sich nämlich hervorragend, weil die einen sehr hohen Eiweißgehalt hat von 3,5. Ich glaube, ja, es ist komisch, ne? Das ist hier die fettärmere Milch. Die hat aber einen Eiweißgehalt von 3,5 Gramm pro 100 Milliliter. Und die fettreichere Milch, die hat nur 3,4. Und ich habe halt gemerkt, dass die am besten, ich habe ja so eine Nespresso-Maschine und wenn ich mit frischer Milch Milchschaum mache, passt das am besten mit dieser Milch. Also mit der fettärmeren Milch. Die nehme ich halt gerne dazu. Ja, und dann habe ich noch ein Produkt hier in meinem kleinen Beutel und zwar von Chiquita Bananen. Ja, die haben mir ganz gut gefallen. Die dürfen jetzt noch 1-2 Tage liegen. Also ich esse sehr gerne mal eine Banane. Vorm Sport, nach dem Sport. Und ja, meine Schwester kann man mit Bananen jagen. Die mag Bananen überhaupt nicht. Kann ich gar nicht verstehen. Wenn so eine Banane schon mal länger liegt oder auch 2-3 Bananen und die sind richtig braun und matschig, dann werfe ich die nicht weg. Nein, ich mache davon einen Bananenkuchen und Bananenbrot habe ich schon mal gebacken. Gibt es bei chefkoch.de. Tolle Rezepte. So, jetzt machen wir weiter mit der großen Tüte. Jetzt muss ich leider immer wieder ein bisschen aus dem Bild verschwinden. Ich habe mitgenommen Tomaten, Party-Tomaten-Mix von Aromagarten. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Das sind 3 verschiedene, rote, gelbe und orangefarbene. Sowas ist auch immer schön, wenn man Gäste hat, ne? Dann kann man die schön entweder einzeln so farblich irgendwie drapieren auf dem Teller oder halt im Salat finde ich halt so dreifarbige Tomaten immer ganz nett. Und wir essen aber auch so sehr gerne Tomaten. Was ich auch noch sehr gerne esse, ist sowas hier. Olaf eher wenig, aber ich von Feinkost Dittmann. Das sind grüne Pfefferonen mit Käse. Mit Frischkäse. Diese hier. Ja, das sind so kleine gefüllte Paprikas. Die sind ein bisschen scharf, mit Käse gefüllt. Ich liebe das. Ja, könnte ich jeden Tag essen. So, dann, ich glaube, das war nicht im Angebot. Von Milram Burlander, Mildwürz. Doch, es gab 2 Sorten, der war auch im Angebot. Jede Woche einen Urlaub gewinnen. Oh, hier kann man auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ja, es gab 2 Sorten. Ich habe diese mildwürzige Käsesorte gewählt, die sogar laktosefrei ist. Das ist nicht verkehrt, weil Olaf manchmal auf solche Milchprodukte reagiert und dann am besten gleich eine Toilette in seiner Nähe haben muss. Nicht immer, das kommt drauf an, ist ganz komisch. Ja, es ist halt ohne Zusatz von Konservierungsstoffe, hoher Kalzium- und Proteingehalt, gut für die Knochen also und so und ja, lecker. Käse ist auch eigentlich ein Lebensmittel, was ich jeden Tag esse. Ob morgens oder abends auf dem Stühlecken, also auf dem Butterbrot. So, dann natürlich darf auch ein bisschen Nervennahrung nicht fehlen. Gibt's neu Schokowürfel Buntermix. Also war mir vorher auch noch nie aufgefallen. Das sind halt diese Rittersport Schokowürfel bunt gemischt. Finde ich schön zum Snacken, wenn man jetzt... Bei mir ist das nämlich so, wenn ich abends eine Tafel Schokolade aufmache, sagen wir mal so eine Milka, dann liegt die ja da ja offen, ne? Also so eine normale Tafel. Und dann esse ich da mehr von. Wenn ich jetzt aber hier mir nur 2 Würfel rausnehme,
die große Tüte wieder in den Vorrat packe, dann esse ich auch eigentlich meistens nur die zwei Würfel. Gute Laune auf den Tisch, ja. Wer will das nicht? Das sind die Sorten Mousse au Chocolat, Nuss in Nougat-Creme, ich liebe Nougat-Creme, Joghurt, auch sehr lecker, Johannisbeer-Joghurt, ja, auch nicht schlecht, Stracciatella-Crisp und Schoko-Crisp. Also Schoko-Crisp und Stracciatella, ach, eigentlich liebe ich alle. Ja, leider, leider. So, dann von Philadelphia, ich glaube, der war auch im Angebot. Das sind diese neueren, ne? Es gibt ja Philadelphia in den schmalen. Und ja, ich habe jetzt mit Olive, luftig und lecker. Und das stimmt wirklich. Also wenn die im Angebot sind, nehme ich meistens mir ein Töpfchen mit. Und meistens auch mit Olive, weil mag ich so vom Geschmack her. Schmeckt das echt toll. Einfach aufs Brot schmieren, dann am besten noch eine Scheibe Käse obendrauf. Und die dann dabei, schon ist der Tag oder der Abend gerettet. Meistens esse ich abends sowas. Morgens brauche ich ja meistens was Süßes. Ja, doch. So, genau. Und wir, also ich kaufe meistens Buko als Streichkäse. Und zwar habe ich diesmal die Gartenkräuter mitgenommen. Die esse ich am liebsten. Irgendwo habe ich aber auch, wartet mal. Na, wo ist es denn? Kommen wir gleich zu. Hiervon habe ich mir zwei geholt. Ich weiß jetzt nicht, wo die andere ist. Von Emmy, Kaffee Latte Cappuccino. Es gab drei Sorten. Eine mit Vanille, aber ich muss gestehen, so kalt Kaffeegetränke, da mache ich Vanille nicht so gerne. Aber dieses hier mit Cappuccino-Geschmack zwischendurch oder nehme ich mir auch sehr gerne mit zum Chor. Ja. Jo, kommt jetzt gleich in den Kühlschrank. Dann habe ich wieder Äpfel mitgenommen. Äpfel gehen immer. Und zwar, die waren im Angebot. Ich glaube Gala. Moment, ich hole mal raus. Wieso ist jetzt hier kein Etikett? Überall ist ein Etikett. Genau, Royal Gala aus Südtirol. Ja. Die sehen auch lecker aus und klar, die werden vorher gewaschen. Ich esse Äpfel mit Schale, ohne Schale. Es gibt irgendjemand, der aß, wer war das noch? Keine Ahnung, früher aus unserem Freundeskreis, der aß den Apfel komplett. Den Nürsel, den, ja, den Stiel nicht, aber alles. Ich mag das ja nicht, die Kerne esse ich nicht. Ich schäme den oder auch im Salat oder so. Ja, halt Obst, ne? So, jetzt wird es langsam eng auf dem Tisch. So, ja, dann war ich in der Chibo-Ecke auch. Da gucke ich eigentlich immer. Chibo hat immer tolle Sachen, wie ich finde. Da habe ich mir mitgenommen die Polster- und Textilbürste. Ist fürs Auto nicht schlecht, aber ich habe jetzt hierbei, das sind hier so Gumminoppen. Und hier dann nochmal so schmale, die sind aber etwas härter. Ich denke mal, ich werde ausschließlich fast, ich werde diese hier nehmen. Ich habe an unser neues Sofa gedacht. Ich habe ja Anfang des Jahres, haben wir uns ja ein neues Sofa zugelegt. Davor hatten wir ein Ledersofa, jetzt haben wir ein Stoffsofa. Und da bleiben auch schon mal so ein paar Fusseln kleben. Und ich meine nicht von Puma, weil Puma ist ja eine Rasse, Schizo-Malteser-Mischling, der hart ja nicht. Aber auch so, ne? Und dann will ich das mal ausprobieren, ob hier dann die Fusseln dran kleben bleiben. Hier steht, Gummiborsten ziehen feinste Partikel wie Fussel, Krümel und Tierhaare besonders an. Schmale Kunststoffborsten für enge Zwischenräume. Ja, die hier, die kann ich mir gut im Auto vorstellen hier, diese schmalen. Ich bin gespannt, hat gekostet irgendwas über 5 Euro. Das ging noch. So, dann, die kannte ich noch nicht, sind wahrscheinlich noch ziemlich neu von Haribo. Natürlich, ja, Eulen und dann die Farbe, schaut mal, pink und lila. Die heißen Pinky und Lilly. Pinky und Lilly, darf ich vorstellen. Das wird mir auf jeden Fall schmecken. Ja, Haribos esse ich sehr, sehr gerne, ohne künstliche Farbstoffe. Ist natürlich ordentlich Zucker drin, aber zwischendurch darf man sich das auch mal gönnen. Weil ich sage immer, von jedem ein bisschen. Ne? Wenn man es nicht übertreibt, ist das alles gut. Ja. So, dann machen wir weiter. Oh. Ist auch nicht gerade das Gesündeste, aber so zweimal im Jahr gönne ich mir so einen Topf. Ja, einmal dieses Jahr habe ich sowas schon mal gegessen. Und zwar von Nissin, wenn man das so ausspricht, Cup Noodles Spicy. Ah, ich liebe das, also diese Sorte. Die anderen mag ich nicht so, wie gesagt. Und zwischendurch für auf die Schnelle mal. Also die sind schon stark gewürzt. Also das ist wirklich, finde ich gut. Ja, sie sind nicht umsonst hier diese feurigen Pepperonis drauf oder Pfefferonis. Ja, wie gesagt, ist nicht gerade so gesund, aber
Ja, wenn man mal zwischendurch einen kleinen Hunger verspürt und absolut keine Lust hat, sich ein Stülleken zu schmieren, dann zweimal im Jahr darf das sein. So, ganz unspektakulär eine Zitrone. Ich glaube, ist das die, die ich abhobeln darf? Genau, meine Schale ist verzehrbar. Also meistens kaufe ich immer diese Zitronen, wo man die Schale, also mit ungespritzter Schale, weil es gibt ja schöne Rezepte, wo man dann den Abrieb von der Zitronenschale nimmt. Ja. Aber ich habe jetzt gedacht, ich nehme die für eine heiße Zitrone mal abends. So, dann habe ich an meinen Mann gedacht. Ich denke jeden Tag an meinen Mann, aber als ich bei Tchibo war, sah ich dann dieses fette Paket von Socken. Das sind, wie viele Paar haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann das sein? Ja, 7 Paar Socken in verschiedenen Farben. In hellgrau, in dunkelgrau, in blau und in schwarz. Mein Mann schafft es innerhalb von ein paar Monaten immer die Socken durchzulaufen. Da entstehen sehr schnell Löcher. Aber die von Tchibo, die halten etwas länger wie andere Socken. Ist mit Biobaumwolle. Mein Mann hat ziemlich große Füße. Was hat er denn? 45. Und deshalb habe ich halt diese hier genommen. 44 bis 46. Ja. Relativ unspektakulär, extra flache Zehennaht. Und es gab noch andere Sockenzusammenstellungen und auch andere Ausführungen, aber ich habe mich jetzt wirklich für das dickste Pack entschieden. Wie gesagt, letztens habe ich noch 2 oder 3 Paar Socken weggeschmissen, weil solche Löcher unter den Fersen. Ja, ich schaffe das nicht. Also bei mir gehen selten Socken kaputt. So, ich muss das mal eben anders machen. Jetzt geht es mittlerweile. Ich hole mir mal die Tasche. So, dann, was ich liebe, Ballisto, und zwar nur die orangefarbenen, die mit Kornfüllung. Ich liebe Ballisto. Ja. Wie viel sind hier eigentlich drin? 9 Stück. 9 Stück. Ja. Und ein Ballisto hat 93 Kilokalorien. Das ist in Ordnung. Kann man sich auch mal einen gönnen. So, dann dieses hier. Genau. Einmal von Barilla Arrabbiata. Die mache ich gerne über unsere Nudeln. Und dann schnippel ich da noch ein bisschen Käse rein. Ach, da gibt es verschiedene Varianten, aber mein Mann und ich, wir lieben halt Arrabbiata. Und dementsprechend, die waren auch im Angebot, ein fettes Paket Nudeln von Drei Glocken Genuss pur. Das sind die Spiralen. 1 Kilo. Auf die Form kommt es mir nicht an, aber Spiralen sind nicht schlecht, oder? Ja. Reiner Hartweizen, frisches Quellwasser, sonst nichts. Na dann. So, jetzt wird es aber hier langsam eng. Wenn ihr gleich irgendwas knallen hört, dann sind die Nudeln vom Stuhl gefallen. So, ja, dann tatsächlich was nicht zum Essen. Ich war dann auch mal manchmal, also ich bin selten in der nicht Schminkecke, in der Pflegeecke. Also wo es Shampoos, Deos gibt, ne? Also bei Rewe. Und Rewe hat bei uns ja auch die Marke Today, die auch relativ günstig ist. Und ihr seht schon, das sind 2 Phasen. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Für wasserfestes Make-up geeignet mit Panthenol. Und das sind 200 Milliliter. Ich meine 1,89, 1,90 so in dem Dreh. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich schüttel mal. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Oh ja, vermischt sich relativ schnell. Und wie riechst du? Einmal den Schnüffeltest machen. Ich rieche fast nichts. Auch gut. Besser wie wenn es stinkt. So, jetzt haben wir es gleich, ihr Lieben. Dann habe ich mal mitgenommen, weil am Bäcker vorne hatten sie mein Lieblingsbrot nicht mehr. Da war das Roggenbrot leer. Und ich vertrage nicht alle Brotsorten. Aber dieses hier kommt dann zwischendurch. Ich muss unbedingt mal wieder anfangen, selber Brot zu backen. Das ist so schön, dieser Brotduft dann in der Küche. Ich liebe das. Aber ja, das habe ich mir auch mal wieder vorgenommen. Und zwar von Lieken Urkorn, den Roggenbäcker, also Roggenbrot. Genau, die isst Olaf auch sehr gerne. Ja, ist auch ziemlich lange haltbar, aber wie gesagt, das war jetzt mal eine Ausnahme, weil ja, mein Roggenbrot also beim Bäcker leider ausverkauft war und ich Brot brauchte. So, dann haben wir noch mal von Buco Balance diese Sorte. Und Olaf, seine absolute Lieblingssorte von Buco ist India. Ja, ich esse die auch, aber Olaf, also lieber esse ich die mit Kräutern. Olaf steht voll auf diese Sorte. Dann habe ich noch mitgenommen Instant-Kaffee, trinken wir sehr gerne. Nescafé Gold, die milde Sorte, die sanfte Sorte.
Das ist ein großes Glas, leider sehr teuer, finde ich. Knapp 10 Euro, 9 Euro irgendwas. Aber der ist auch am bekömmlichsten. Ich habe auch schon mal günstiger ausprobiert, aus dem Lidl, aus dem Aldi. Der ist mir nicht so bekommen, vom Magen her. Und Olaf mag den auch am liebsten. So, dann haben wir noch, genau, hier habe ich noch das zweite Döschen von Kaffee Latte gefunden. Und von Kühne, Schlimmertöpfchen, scharfe Gürkchen mit Chili verfeinert, zweimal. Die essen Olaf und ich auch unheimlich gerne. Ja, oh, die sind so lecker. Ich glaube, ein Glas wird heute Abend geöffnet, wenn Schatzi nach Hause kommt. Wo soll ich das denn jetzt noch hinstellen? Oh mein Gott. Sehr abenteuerlich stapel ich das hier gerade. War es das? Nee. Das letzte leckere Produkt. Und ich meine, war auch im Angebot. Von Krüger Family. Cappuccino Karamell Krokant. Ich glaube, die Sorte gibt es nicht immer. Und die ist so, so lecker. Und das sieht schon so lecker aus. Ich muss mir unbedingt auch mal wieder so Karamellsirup holen. Habe ich leider nicht mehr. Aber wir trinken alle gerne Cappuccino. Ja, also mein Schwiegervater, wenn der abends mal hochkommt, der kommt schon mal und guckt mit uns Fußball zusammen, Bundesliga oder so. Und dann kriegt er immer ein Cappuccino. Mhm. Und meiner Schwiegermutter bringe ich einen runter. Ja. Ja, ihr Lieben, das war jetzt quasi ziemlich spontan, war eigentlich nicht geplant, aber ich dachte mir, Nadine, warum eigentlich nicht? Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen vielleicht. Ja, es war jetzt nicht der gesündeste Einkauf, aber ich finde, nee, muss auch nicht, weil es gibt einfach Sachen, die darf man sich auch mal gönnen, wie zum Beispiel ein Ballisto. Und hier drauf, hier, auf diese neuen, auf Pinky und Lili bin ich gespannt. Eigentlich viel zu schade zum Essen, die süßen Eulen. Aber die müssen irgendwann dran glauben. Ja, ich werde jetzt mal hier aufräumen und die Sachen, die in den Kühlschrank müssen, die kommen dann in den Kühlschrank. Eigentlich wollte ich mir noch ein Paket Eis mitnehmen, aber da gibt es so eine bestimmte von Langnese. Ich glaube, das war Pistazie. Hatten sie leider nicht. Ja, habe ich nicht mitgenommen, den Rest. Auf das andere Eis hatte ich keine Lust und wir lieben Pistazieneis. Naja, okay. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Vielleicht liebt ihr ja auch Buko-Frischkäse oder greift ihr eher zu Philadelphia oder zu einer ganz anderen Marke. Ja, ich freue mich von euch zu lesen. Ich freue mich auf eure Bewertung und bedanke mich für eure Zeit. Und freue mich mega doll, wenn ihr im nächsten Video natürlich auch wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.